Die Tropextrakt GmbH importiert bereits seit 2004 Jutsu-Saft. Sie war das erste Handelsunternehmen, das der europäischen Nahrungsmittelindustrie die natürliche Jutsu zugänglich gemacht hat. In den letzten 24 Monaten ist Jutsu dann richtig durchgestartet. Mit steigender Bekanntheit und Beliebtheit ist die Nachfrage stark gestiegen. Eine Menge neuer Produkte und Anwendungen, die Jutsu enthalten, sind auf den Markt gekommen, sodass gegenwärtig die verfügbare Menge geringer ist als die weltweite Nachfrage. Wir sind auf der Suche nach Wegen, um die Mengen, die wir derzeit für unsere Kunden importieren, erhöhen zu können. Dies ist nur über neue zusätzliche Produzenten möglich, die wir zurzeit besuchen und besser kennenlernen. Ursprünglich stammt die Jutsu aus China. Hier gibt es gegenwärtig jedoch keine geeigneten Anbaugebiete oder die Anbaumethoden entsprechen noch nicht europäischen Standards. Zurzeit importieren wir Jutsu-Saft hauptsächlich aus Südkorea. Hier haben wir einen neuen, zusätzlichen Produzenten getroffen, der für eine künftige Zusammenarbeit vielversprechend scheint. Auf dem Feld lassen wir uns erklären, wie hier bislang mit den Themen Pflanzenschutz und Nachhaltigkeit umgegangen wird. Das Unternehmen verfügt noch nicht über alle Zertifikate, die für die Zusammenarbeit aus europäischer Sicht erforderlich wären, dafür aber über sehr gute Ausgangsbedingungen, da bereits nach Biostandard produziert wird. The spray that he mentioned before about the bug, it's made with the Japanese plum mixture. It's fermented with sugar and they use the liquid and additional sugar and egg yolk. So that's why he mentioned it is eco-friendly spray. And because of the smell and the sugar, the bugs get weak and they fall down. That's how they control. 그래서 친환경 자재를 저희들이 이제 만드는 거죠. So instead of a pesticide, they make the eco-friendly fertilizer, and then they distribute to farmers and use that instead of pesticides. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass dieser Produzent über ein Schulungszentrum verfügt, in dem er bereits Farmer und Studenten in seinen umweltfreundlichen Methoden unterrichtet. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass wir hier in eine langfristige Zusammenarbeit investieren und gemeinsam mit dem Produzenten an einer Erreichung der Standards arbeiten werden, die wir für unsere Produkte benötigen. That's the guideline how they should control the tree every month. So they have the overall guideline and they give additional education to the farmers.